Also, jetzt erzählt euch der Fazula ein wenig. Hallo, ich bin Fazula, mein Nachname ist Milenkovic, ich bin der Obmann vom Verein zur Kultivierung der Gesellschaft. Ich bin heute hier eingeladen worden, um ein bisschen über diesen Verein zu referieren. Erst einmal möchte ich mich entschuldigen, falls ich ein bisschen nervös oder irgendetwas wirke. Es ist das erste Mal für mich, dass ich vor einer derartig großen Gruppe im Offenen vor dem Parlament reden darf. Zuallererst einmal möchte ich ein bisschen Allgemeines über unseren Verein reden. Der Name Verein zur Kultivierung der Gesellschaft hört sich schon mal präpotent und arrogant an. Dessen sind wir uns bewusst. Es ist kein Aufruf darüber, dass wir besser wissen, was gemacht gehört, oder besser wissen, welche Lösungen auf dieser Erde für die Leute die besten wären einfach. Nein, das bedeutet es nicht, sondern es bedeutet, dass es Lösungen gibt. Wir wollen eine Kommunikation, einen Dialog darüber starten und führen, welche Lösungen gibt es, wo können welche Lösungen gut eingesetzt werden. Wir sind heutzutage in einem historischen Moment angekommen. Vielleicht spüren es einige, vielleicht andere auch nicht. Nämlich, die Technik und das Bewusstsein der Menschen ist heutzutage so weit, dass wir fast alle Probleme, die wir haben, lösen können. Das ist ein großer Punkt, Leute. Wir können die Probleme lösen. Das ist wichtig, das ist wichtig. An sich ist unser Verein so gegliedert, dass wir als Dachverband fungieren. Leute kommen zu uns mit ihren Ideen, mit ihren Lösungen und wir helfen ihnen dabei, diese umzusetzen. Viele werden wissen, dass Leute mit großartigen Ideen nicht unbedingt die Besten beim Umsetzen sind. Besonders im heutigen System, wo man Paragraphendschungel hat, wo man hunderte Ämter hat, Bezirksmagistrate, Finanzämter, die Bundespolizeidirektion, die einen die Vereinsstatuten vorlegen lässt und. Wir wollen nicht sagen, dass das schlecht ist. Wir sagen bloß, dass viele Leute, die gute Ideen haben, nicht unbedingt die besten Paragraphenschreiber sind. Für diese Leute sind wir da. Wir helfen ihnen, den Papierkram zu erledigen, damit sie frei und kreativ und schöpferisch ihre Projekte umsetzen können unter unserem Dach. Einige dieser Projekte sind zum Beispiel AG Moos, das ist die Aktionsgruppe Moos. Sie beschäftigt sich mit der Grünraumnutzung in Wien. Natürlich eigentlich in ganz Österreich, aber die Zentrale ist nun mal in Wien. Es geht darum, dass in Wien mit den freien Flächen mehr als genug Nahrung produziert werden könnte, um aus dieser Stadt eine autarke Stadt zu machen. Wir sind dagegen, dass genmanipulierte Nahrungsmittel verwendet werden. Wir wollen nicht pestizidverseuchte Nahrungsmittel haben. Antibiotika, alles Mögliche, was heutzutage gang und gäbe ist, ist nicht notwendig. Wir wollen hier nicht darüber reden, welche Probleme damit gelöst werden könnten. Wir wollen aufzeigen, dass die Probleme, die angeblich damit gelöst werden können, mit viel weniger Aufwand und mit viel nachhaltigeren Methoden ebenfalls bereits lange lösbar sind. Wir versuchen halt mit unserer Aktion das Stadtgartenamt davon zu überzeugen, dass es dies auch umsetzt. Dazu okkupieren wir einfach Freiflächen, bauen dort Pflanzen an, schauen, wie die Anrainer darauf reagieren und hoffen, und nach einigen Jahren können wir auch sagen, es ist so, die Anrainer geben uns recht. Es ist eine gute Aktion und die Leute freuen sich darüber. Ich danke euch, so viel Applaus hätte ich nun mal gar nicht erwartet. Wirklich, danke, danke. Unsere zweite Projektgruppe, eben, ich rede jetzt nur von den größeren, die kleineren kann man gerne bei uns auf der Homepage nachlesen. Die zweite große Projektgruppe von uns ist Share and Care. Es ist eine Projektgruppe, die ist von Technikern bei uns ins Leben gerufen worden, die bei Reparaturwerkstätten gearbeitet haben. Die wissen, wie viel voll funktionsfähiges Material einfach weggeworfen wird. Angefangen von Kühlschränken, über Sofas, über Kinderkleidung, über PC-Spiele, über alles mögliche, Geschirrspüler, Autos teilweise. Und da hat dann irgendeiner gesagt, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, dass Leute an der anderen Straßenecke hungern, eine alleinerziehende Mutter weint, weil ihr Geschirrspüler eingeht und sie nicht die Zeit hat für ihre Kinder, auch noch die Waschmaschine zu reparieren und die Kinderkleidung nicht gewaschen werden kann. Und zwei Türen weiter wohnt jemand, der seine Waschmaschine wegwirft, die voll funktionsfähig ist. Da haben sich die Leute einfach zusammengesetzt und gesagt, hey, so geht das nicht. So geht das nicht. Wir bauen etwas auf, das das verhindert. Wir haben eine Homepage, wo eine Schenkbörse eingerichtet ist. Wir haben auch eine Zentrale, eine Werkstatt, in der diese Waren angenommen werden, überprüft werden, repariert werden und an Bedürftige weitergegeben werden. Das ist zum Beispiel die Share & Care Gruppe. Danke. Ich möchte dazu sagen, hier ist die Friedensmahnwache. Ich verstehe, dass es hier um den Frieden geht. Ich finde, es ist eine großartige Idee. Ich finde, das Bewusstsein davon ist großartig. Leider, muss ich sagen, bin ich ein zynischer Mensch. Ich kann das leider nicht ganz so einfach stehen lassen. Denn wenn Eltern weinen, weil sie ihre Kinder nicht erziehen können, wenn Leute
im Winter ihre Wohnungen nicht heizen können und ihre Gesundheit riskieren, dann ist das nicht Frieden. Wir haben hier vielleicht einen Star, wie soll man sagen? Wir haben vielleicht, laut Statuten haben wir hier einen Frieden. Aber das heißt nicht, dass Leute hier nicht ums Überleben kämpfen. Vielleicht nicht jeder, vielleicht merken das viele nicht. Aber es gibt mehr als genug Leute, die tagtäglich ihre gesamte Energie verbrauchen, nur um zu überleben. Und ich denke mir, solange es so etwas gibt, kann man nicht von Frieden reden. Und daran arbeiten wir. So, ich glaube, ich bin jetzt schon langsam an mein Zeitlimit angekommen. Falls euch das Ganze interessiert, wir sind natürlich die ganzen üblichen Medien heutzutage auf Facebook vertreten, wir haben eine eigene Homepage. Man kommt auf alles von uns zu über www.vzkg.at. Wer es interessiert, soll sich bitte melden. Ein Like, ein Teilen, die mediale Präsenz ist immer viel wert. Und noch etwas, Leute, es geht nicht nur darum, darüber zu reden. Es geht nicht darum, es nur gut zu heißen. Es werden Leute gebraucht, die tatkräftig Hand anlegen. Manchmal braucht es Schweiß und Blut, um etwas zu erreichen, auch wenn es hier in einer Friedensmahnwache etwas zu archaisch klingt. Man braucht Leute, die mitmachen, die wirklich Hand anlegen. Falls irgendjemand davon dabei da ist oder jemand solche Leute kennt, wir sind dankbar dafür, falls sie sich bei uns melden. Und hiermit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Friedensmahnwache. Ich werde bei den Zuschauern einfach drin sitzen, falls ihr irgendeiner Fragen habt. Und ich wünsche euch noch alles Gute. Danke. Danke, Fatula. Selbstverständlich wird es in den nächsten Tagen den Link zu eurer Homepage auf der Friedensmahnwache Homepage geben.